Ich würde mir sehr gerne mit euch tatsächlich erstmal zusammen Seven vs. Wild reinziehen. Da gibt es nämlich jetzt was Neues, meine Freunde. Und zwar haben wir hier eine Zusammenfassung von Seven vs. Wild. Damit ich mir das Ganze nicht reinziehen muss, würde ich sagen, gucken wir uns das doch erstmal an, meine Freunde. Und schauen da mal rein, nicht wahr? Let's go, würde ich sagen. Viel Spaß. Und willkommen bei Seven vs. Seth. Sieben werden ausgesetzt für genau 7 Tage in der Wildnis von Schweden. Und jeder konnte sich im Vorfeld 7 Tage aussuchen, die ihm das Überleben ein bisschen einfacher machen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das Original-Chat. Es gibt zusätzlich noch jeden Tag 7 Tage. Und ich würde sagen, wir starten als allererstes mit dem Equipment. Das Cup-Projekt soll natürlich für euch auch ordentlich gefilmt werden. Deswegen gibt es ein Technik-Kamera-Case. Dort haben wir 2 Action-Kameras drin. Diverse Befestigungen, wie zum Beispiel ein Headstrap für den oder auch eine. Zusätzlich bekommt noch jeder Teilnehmer. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich nicht das Originale Seven vs. Wild. Gut. Ah! Pascal. Karl aka der Barsch. Am liebsten ist er mit den besten Produkten, die der Junkie-Bereich zu bieten hat, unterwegs. Alles klar. Er ist high. Hendrich. Wer ohne Vorerfahrung einen 4000er-Korb steigt, der ist extrem mutig oder einfach leicht. Vielleicht ist eine Kombination aus beidem Daves Erfolgsrezept. Ja. Aber Hendrich wird nicht überleben. Scheiße, Mann. Wir hoffen, dass Hendrich überlebt. Ich glaube, ich wisch ab. Survival, Mann. Er schreckt vor nichts zurück. Auch nicht vor Experimenten mit Hendrich. Er hat bereits Hendrich gegessen. Die Isis wird ihn in die Knie zwingen. Perfekt. Ein arschgeiles Messer, weil ich, Hendrich ausnehmen will. Ach so, okay. Ich glaube, der Erste, der bei Seven vs. Wild rausfliegt oder geht, freiwillig oder auch nicht, wird wahrscheinlich Hendrich sein. Weil er hat die wenigste Erfahrung und... Alles klar, okay. Okay. On fire. Ah, Bro. Wenn Niklas nicht gerade Babys isst, dann findet man ihn meistens im Wald. Er interessiert sich für brennende Häuser. In seinem Leben geht es täglich um Cannabis. Oh, ja, das Cannabis. Der Boss kommt und dem Nuttensohn beide Arme bringt. Auch um seinen Vater kaputt zu treten. Seine Füße benutzt er außerdem auch, um Natur kaputt zu treten. Perfekt, danke dafür. Ein Mann mit vielen Facetten und mindestens genauso viel Biss und mindestens genauso viel Jazz. Ist sein Jazz der Schlüssel zum Sieg? Sie ist. Mein erster Gegenstand ist hier. Der zweite Gegenstand. Der zweite Gegenstand ja. ist hier. Mein erster Gegenstand. So. Das war's. Ja. Mehr habe ich nicht dabei. Warum? Ich habe Angst. Ursprünglich sollte es nur das Messer sein, aber. Können wir kurz über ein neues Video reden? Wie drunk war Ron? Ron war nüchtern. Das habe ich mir dann doch nicht zugetraut. Ich hoffe für alle, dass alle im Rollstuhl landen. Alles wäre schon ganz nice. Ich glaube nicht, dass das so nice wäre. Meine Kinder. Würde ich gerne spenden an meine Frau. Aha. Fritz Fricke, Abenteurer, Alpencrafter, Busfahrer. Busfahrer. Er ist seit Jahren Busfahrer. 500 Kilometer Bustour und diverse andere Abenteuer haben ihn bekannt gemacht. Leute, man denken, ich bin Busfahrer. Ist Kanten ein entscheidender Faktor? Wer bricht als erstes ab? Für mich gibt es 3 Wackelkandidaten. Das ist einmal Dave, einfach weil er die wenigste Vorerfahrung hat. Und Dave ist Nahrung. Mein größtes Problem bei Seven vs. Wild wird ein Durchfall sein. Alter Junge. Siehst du. So. Ein arschgeiles Maps in der Scharen. Junge. Alles klar, ich würde sagen, wir können davon noch eine beschissene Folge gucken, meine Freunde. Die hat jetzt nicht so gute Bewertung bekommen, die auch nicht. Gut, dann scheißen wir drauf, alles klar.